Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Was machst du da? Ich habe meine Handschuhe ausgekramt. Sind keine wirklichen Handschuhe gegen Kälte, sondern eher so Arbeitshandschuhe. Obwohl dafür sind sie eigentlich auch, naja, war eher ein Fehlkauf. Machen große Werbung für Arbeitshandschuhe und halten nicht lange. Selbst wenn man sie nicht zum Arbeiten benutzt, wie ich. Wie auch immer, aber es ist kalt, irgendwie 8 Grad oder so. Und dann brauche ich Handschuhe. Guten Morgen. Es ist Donnerstag. Nee, Freitag. Freitag. Na komm. Alles in Ordnung. Guten Morgen. Es ist Freitag, der 9.10. Nächstes Problem, warum ich nicht das Handy nehmen sollte zum Vloggen, sondern eigentlich eine andere Kamera dafür bräuchte, ist ja, jetzt wenn es so kalt wird, geht der Akku schneller runter. Bei allen Geräten, das ist nun mal so. Beim Handy ist es halt doof. Das ist auch noch nicht so schlimm. Schlimmer ist, dass du halt diesen Touchscreen mit dem Finger bedienen kannst. Oder mit der Nase, aber mit der sieht halt auch bescheuert aus. Wenn ich da Handschuhe anhabe, dann kann ich den Screen nicht bedienen. Das ist nicht ganz so schlimm, weil ich das Video auch starten könnte mit dem Lautstärke. Knöpfen an der Seite, aber dafür muss ich das Handy dann immer eingeschaltet lassen und immer im Videomodus gleich drin haben, weil entsperren, Code eingeben, ne, swipen und so, geht halt nicht. Das ist dann also doof. Und wenn ich das also immer anlasse und im Videomodus lasse, Kälte, Akku, ruckzuck leer. Ach, mag mir von euch nicht jemand so eine Canon G7X sponsern? Das wäre ganz toll. Ich bin euch für immer dankbar. Ich würde unten in der Beschreibung vom Video immer euren alles aufziehen, was ihr habt. Mit euch immer promoten da und vor- und abspannen wie Werbung, wenn ihr wollt, wenn ihr macht. Naja, unter anderem deswegen bräuchte ich eigentlich eine Kamera zum Bloggen. Gut, warum ich Handschuhe trage, kann ich euch auch mal erklären. Also, erstens ist es kalt, es ist wirklich 8 Grad ist schon kalt. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, zieht doch noch keine Handschuhe an, aber im Alter wird man entweder weiser oder weicher? Schöner Blogtitel, weiser oder weicher? Nein, aber ich habe schon, gerade wenn kalt ist, Probleme mit meiner Haut an meinen Händen. Das ist so eine Gastronomenkrankheit. Speziell bei Köchen, aber auch Service und so. Aber bei Köchen ist es noch ausgeprägter, also können viele Kollegen dasselbe Problem haben. Und zwar wird die Haut so spröde und ja, rissig oder so, keine Ahnung. Hört sich jetzt eklig an, ne? Und jetzt geht ihr alle nicht mehr essen, weil ihr denkt, der Koch hat irgendwelche Probleme mit seiner Haut. Alle, die ich kenne, tun was dagegen. Also gerade wenn es kalt ist, hat man das Problem. Und zwar liegt es daran, man arbeitet viel mit Wasser. Man muss ständig irgendwie im kalten Wasser rumpanschen, dann wieder im warmen Wasser, dann wieder im kalten Wasser. Das beansprucht alles die Haut. Dann arbeitet man wahrscheinlich mit Fisch, da ist viel Eiweiß und ich weiß nicht, ob es das Eiweiß ist, aber ich glaube, es liegt an dem Eiweiß, an den vielen Eiweiß. Lachs und Garnelen ist es zum Beispiel ganz schlimm. Es beansprucht alles die Haut, es reizt die Haut und ja, dann kriegt man trockene Haut, richtig trockene Haut und dann wird die so spröde. Da musst du natürlich was gegen tun, weil es echt unangenehm. Bei mir ist es so, dass erstmal nicht jede Handcreme hilft. Oder nicht jede Handcreme gut ist. Nur muss sich austesten, welche man da bevorzugt und welche für einen gut ist. Ich würde euch jetzt sagen, welche ich benutze. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie die heißt. Kommt glaube ich aus Dänemark. Gibt es im Rossmann und so. Hansan oder so? Ich weiß es nicht genau, ehrlich nicht. Jedenfalls. Oh, sorry für das ganze Gewackel. Ja, muss man ausprobieren, welche Handcreme für einen gut ist da, welche hilft. Aber kannst natürlich nicht auf Arbeit machen, weil dann schmeckt das Gemüse, euer Steak, euer Fisch nach Handcreme. Und ja, das wird es ja auch nicht. Model Creme Sands, ziehst Handschuhe an. Ist auch nicht wirklich gut, weil dann fängst du in den Handschuhen, fängst du wieder an zu schwitzen. Für die eh schon gereizte Haut auch nicht gerade gut. Ja, also versucht man sich so durchzukämpfen. Das ist halt ein Problem. Und so, wenn dann eh schon kalt ist, die Haut gereizt ist, ist es halt nicht gut für die Hände und die Haut. Ne? Und deswegen ist ein Handschuh besser. Auch wenn es noch nicht so ganz so kalt ist.
man manchmal vielleicht komisch angeguckt von den Leuten, wenn man schon Handschuhe trägt. Naja, aber so ist es. Nun sind, wie gesagt, 8 Grad oder so. Und vor 15 Jahren, so mit 20, oder mit 15 schon gar nicht, aber mit 20, 25, hätte ich gedacht, was, bei 8 Grad ziehe ich doch noch keine Handschuhe an. Ist doch nicht kalt. Jedenfalls jetzt mit 37, ab Montag dann 38, fängt man an, schon bei 8 Grad Handschuhe anzuziehen. Naja, und weil wir gerade bei Handschuhe sind, ich habe hier Mechanics. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Fand ich ziemlich cool. Von der Sache her auch sehr gut, sind eigentlich Arbeitshandschuhe. Sind nicht für gegen Kälte oder so. Aber ich finde es halt gut und wichtig, wenn ich Handschuhe trage, dass ich trotzdem Grip habe, wenn ich irgendwas anfasse und so. Wenn ich so gestrickte Handschuhe trage, dann kannst du ja nichts mit anfassen. Schon gar nicht, willst du das Handy damit in der Hand nehmen, dann flutscht es ja gleich durch. Ja, und ich habe mir, wie gesagt, die Mechanics bestellt, weil die sahen erstens cool aus und machten den Eindruck, und in der Rezension bei Amazon stand auch, dass die wirklich guten Halt haben und so. Haben sie auch. Sind auch von der Sache her gut, aber ja, jetzt wirklich als Arbeitshandschuh kann man die dann auch nicht benutzen. Also ich benutze die nicht als Arbeitshandschuhe, sondern trage die halt hauptsächlich so. Ja, und trotzdem gehen die im Prinzip schon kaputt. Also nicht lange gedauert hat es hier mit dem, kann man das jetzt sehen? Ja, ich weiß es nicht. Wieder der Punkt, ne? G7X, könnte ich jetzt im Bildschirm kontrollieren, ob es im Bild ist. Naja, müssen wir hoffen. Oder ich mache so. Also hier das Problem mit dem Klettverschluss unten am Handgelenk hier. Schließt nicht mehr. Und das hat nicht lange gedauert. Das dauerte einen Monat oder lass es 2 Monate gewesen sein, aber länger hat es nicht gedauert. Und dann war dieser Klettverschluss kaputt. Ich kann ihn immer wieder zumachen, so wie jetzt. Und dreimal bewegen und so, und dann ist er nachher ruckzuck wieder auf. Ein paar Nähte gehen schon kaputt. Und ich habe mir die, ich glaube, letztes Jahr vorm Winter bestellt. Und wie gesagt, es dauerte ein oder maximal 2 Monate, dann ging dieser Klettverschluss kaputt. Und die ersten Nähte haben so ein bisschen nachgegeben. Also die sind jetzt noch nicht wirklich weit aufgerissen irgendwo, aber so kleinere Löcher und so hat man schon. Ja, und sowas dann als teure und wirklich teure, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie teuer die waren, aber war schon ordentlich, als Arbeitshandschuhe zu verkaufen. Naja, nicht so toll. Also haben mich nicht überzeugt. Von der Sache her gut, aber Verarbeitung irgendwie nicht so toll. Schade eigentlich. Oh, jetzt muss ich mich mit dem Hund kümmern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eigentlich ist gar nicht Bad Herde. Ich habe den Bad nur noch nicht sortiert. Mache ich ja mal erst mittags, bevor ich zur Arbeit muss. Was habe ich denn hier? Ich bin schön, wenn ich mir irgendwo bin, dann ist auch nicht negativ. So, bist du bei der Blume, oder? Ja.